Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Infectionator Survivors mit unserer Überlebensgruppe hier, mit den Überlebenden Vic, Loco und Francis. Nein, Louis natürlich. Louis, genau. Den wir ja beim letzten Mal aufgegabelt haben gegen Ende der letzten Episode. Heute geht's weiter. Erstmal gehen wir in die Garage und packen den Louis wieder dazu, dass er weiterhin das Auto repariert. Na, das hat er noch gar nicht gemacht. Ach so, weil ich das Spiel nach der letzten Aufnahme beendet hatte, das hat er dann wohl automatisch nicht gespeichert. Kein Problem. Dann changen wir jetzt nochmal das Projekt auf Fix Cars und dann bitte einmal hier schön loslegen, dass er das Auto einmal erforscht, beziehungsweise er wird jetzt, das haben wir schon beim letzten Mal festgestellt, 5 Tage brauchen, um das Auto zu reparieren. Sehr schön. Die anderen beiden Überlebenden, Vic und Loco, werden wir jetzt auf die nächste Mission schicken. Wo könnten wir denn schönes Zeug finden? Hier unten, was ist das? Das ist eine Apotheke. Da gibt es Supplies. Ja, natürlich nicht schlecht. Genau, das Krankenhaus, da möchte ich auch mal gerne hingehen. Hier oben ist der Überlebende, den werden wir uns jetzt noch nicht holen. Das wäre mir ein bisschen zu früh. Hier waren wir schon, da sehen wir auch schon 33%. Das heißt, den Ort könnten wir jetzt noch 2-mal besuchen. Aber mit jedem Besuch findet man dort weniger Supplies. Was gibt's denn wohl in einem Park zu holen? Really missed when people come here to sit down, relax and read books. Ja, dann finden wir vielleicht ein paar alte Bücher. Na, warum gehen wir nicht einfach mal in dieses Wohnhaus hier rüber? Just a regular abandoned houses. Dann gehen wir da nochmal hin, oder? Genau. Locke und Vic, guckt euch da mal um. Vielleicht haben wir ja Glück. Daumen drücken zu Hause, liebe Zuschauer, dass wir genug Supplies finden. Damit wir wirklich nicht das Problem bekommen, dass uns hier die Überlebenden verhungern. Das wäre einfach... Das wäre ein doofes Ende für ein Let's Play. Nee, hier. Pff, verhungernde Überlebende. Und? Ja, guter Start. Gar nichts drin. Geh mal bitte dahin. Gehst du dahin? Genau. Ansonsten gibt es in dem Bildschirm gar nichts zu suchen. Zu durchsuchen. Gefällt mir aber gar nicht. Bisschen wenig. Naja. Sei es drum. Ja, wieder so ein Bauarbeiter-Zombie. Schnell, ich muss auf Toilette. Geht weg. Ja, was hat er jetzt davon? War vielleicht gar kein Zombie. Sah nur so aus. So, schieß die mal bitte ab hier, bevor die da hinten genau ankommt. Ich hole die nächste Welle rein. Cash haben wir schon ein bisschen was auf hohen Kante, sage ich mal. Dann lohnt es sich demnächst auch schon mal zum Händler zu gehen. Ich will nicht hoffen, dass wir zum Händler müssen, nur weil wir keine Supplies mehr haben. Das wäre blöd. Ab in den nächsten Bildschirm. Ah, schön, hier gibt es doch richtig was zu looten. Man muss nur mal meckern. Hoffentlich kriegen wir das auch hin, zeitlich. 2 Supplies. Sehr, sehr gut. Mal dort suchen. Dann einmal dahin gehen. Ah, habe ich jetzt so früh abgebrochen, oder? Kein Problem. Hoho, ja, ich mag die Shotgun. Die Shotgun ist wirklich gut. Die haut rein. Das Maschinengewehr ist auch nicht schlecht. Macht aber nicht ganz so viel Schaden. Dahin und dann können wir den Leichensack gleich nochmal durchsuchen. Naja, immerhin haben wir schon 2-mal Supplies gefunden. In diesem Level. Da will ich mich nicht beschweren. So, schnell den Leichensack durchsuchen. Loco einmal nachladen. Und nochmal Supplies. Yes, 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 yes. So, Vic auch nochmal nachladen und dann holen wir uns die Welle rein. Da kommt sie auch schon. Hallihallo. Ja, das ist gut gegangen. Einmal nachladen. Was kann ich, kommt noch eine Welle? Nee, das war's. Sehr schön. 5 Supplies gefunden für 3 Überlebende. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da will ich jetzt mal nicht meckern. Jetzt haben wir auch genug Fuel zusammen, oder? Fuel haben wir completed, genau. Gut, jetzt haben wir 10 Supplies, das heißt, wir werden jetzt 3 Tage, ich meine, so viel Mathe könnt ihr auch, 3 Tage auskommen, ohne dass wir irgendetwas looten gehen. So, kann der Louis nochmal? Ne, der ist müde. Der kann nicht mehr, der kann nur einmal. Müssen wir den Tag beenden. Nehmen wir mal einen Schluck Tee, da kommt gerade so ein kleiner Schluck auf bei mir hoch. Das ist nicht so gut während eines LPs. Pardon.
ist vielleicht nur ein Schluck auf oder vielleicht der Anfang einer Zombie-Infizierung, wer weiß. Falls ich gleich nur noch dummes Zeug labere, dann kommt und erschießt mich. Nee, das ist zu gefährlich. Das könnte jemand in den falschen Hals bekommen. Wir lassen Louis nochmal searchen und bilden und worken am Auto. Ein paar Tage braucht er noch, bis der Wagen fertig ist. Können wir ihm vielleicht eventuell, wenn wir denn mal genug Supplies zusammen haben, dass die anderen beiden ihm dann helfen. Aber die anderen beiden gehen erstmal wieder auf Jagd nach Supplies. Wie gesagt, hier ist der Ausgang. Das werden wir tun, nichts vermeiden, da jetzt reinzugehen. Wir gehen runter zur Apotheke und können dann anschließend mal zum Händler gehen. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie gesagt, unser alteingesessenes Team nehmen wir mit Locke und Vic und auf geht's. Meine beiden Finger, beziehungsweise meine drei Finger liegen auf der Taste 1, der Taste 2 und auf der Reload-Taste. So, erstmal hier schön looten. Ah, ganze Menge am Glänzen und am Funkeln hier in dem Level. Ein Supply. Perfekt. Wow. So, wieder einmal hier suchen gehen. Du gehst da suchen. Dann haben wir hier oben noch die Tonne, die wir durchsuchen müssen. Kein Problem. Wälder rein. Okay. Das scheint zu laufen. Solange es nur diese einfachen, langsamen Zombies sind. Klar, in der Masse machen die auch Schaden. Das haben wir gerade gesehen bei Vic, aber es ist machbar. Und? Ist da oben was? Sword. Ah, geil. Eine abgesägte Schrotflinte und einmal Supplies. Da kann man noch nicht meckern. Muss ich nachher mal die abgesägte Schrotflinte vergleichen mit der Shotgun, die der Vic jetzt, der Loco jetzt dabei hat. Ich glaube, die abgesägte Schrotflinte ist besser. Hier ist wieder nicht so viel zu looten und das auch noch am Levelende. Das machen wir anders. Wir stellen die Jungs erstmal hier hin und lassen sie im nächsten Durchgang looten gehen. Einmal nachladen, bevor die Welle kommt. Ansonsten funkelt hier nichts, ne? Ne, ne. So, jetzt aber. Und das ist jetzt wieder der Moment, wo ich sagen würde, wertvolle Sekunden verstreichen, dadurch, dass ich die Jungs erstmal zum Suchen schicken muss. Wäre doch besser, wird das Supplies gefunden, sehr schön, und eine Waffe. Wäre doch besser, wenn man hingehen könnte und pausieren könnte, um die Leute irgendwo hinzuschicken. Klar, das Spiel würde dadurch ein bisschen einfacher werden, aber auch ein bisschen bequemer zu spielen. Ich hoffe, dass das wirklich die Entwickler noch einbauen. Das muss da ja auch niemand benutzen, die Pausenfunktion. Können ja Leute sagen, nö, komm hier. Das hat ja jemand im offiziellen Forum geschrieben. Im allerersten Durchlauf, das heißt mit der Vierergruppe, weil die anderen beiden hier sind ja noch nicht freigeschaltet am Anfang, hätte er irgendwie den 35. Tag erreicht, beim allerersten Durchlauf. Ja, richtig. Hat er bestimmt. Naja, was soll man dazu sagen? Es gibt halt so Profis. Dass ich kein Profi-Gamer bin, das wissen wir ja alle. So, das dürfte es jetzt gewesen sein, oder? Da haben wir, glaube ich, mächtig Supplies gemacht. 4 Stück. Ja gut, das heißt, wir haben schon wieder einen Tag drin und 2 Waffen gefunden. Nee, müssen wir uns gleich mal direkt angucken, was wir da für Waffen gefunden haben. Gucken wir mal hier. Der Loco mit seiner Shotgun. Kann ich ihn jetzt gar nicht anklicken? Nur weil er müde ist? Ja gut, dann muss ich halt noch einen Tag warten. Kein Problem. Beenden wir den Tag. Kann ich 3 Supplies, genau, und die haben sie von ihren Verletzungen erholt. Perfekt. So, jetzt kann ich auf Squad gehen. Den Loco anklicken. Achso, hätte ich da aufklicken müssen. Alles klar, kein Problem. Er hat die Shotgun. Die macht Damage. 8x5. 1,6 Schuss pro Sekunde. 2,5 Teils. 2 Sekunden Nachladezeit und 8 Bullets. Die abgesägte Schrotflinte. Macht genauso viel Schaden. Fire Rate. 5 pro Runde. Hat aber nur 2 Schuss. 5 pro Sekunde hat aber nur 2 Schuss. So, erst jetzt für den Anfang probiere ich das nochmal aus. Das können wir dann ja immer noch ändern. Und der Louis, falls der dann mal mit auf die Jagd geht, der gibt die Glock ab und nimmt sich dafür die Desert Eagle. Die macht dann doch mehr Schaden. Die macht 50 pro Schuss
Die Glock macht nur 10 pro Schuss. Ah, ist das schon besser. 9 Kugeln. Gut, die Glock hätte 15 Kugeln. Aber falls der mal mit auf Jagd geht, der gute Louis. Warum heißt er eigentlich Louis, wenn er mit Vornamen Tim heißt? Naja, Tim ist übrigens ein sehr schöner Name. Finde ich geil. Jeder sollte Tim heißen. Falls er mal mitgeht, dann bekommt er, hat er die Desert Eagle. So, den haben wir jetzt schon eingezahlt zum Repatriieren. Jetzt habe ich schon fast wieder den Faden verloren. Soll er mal hier weitermachen. Ja, ein paar Tage braucht er noch, dann ist er auch damit fertig. Und in der Zwischenzeit können dann unsere beiden Jungs hier, Vic und, nee, wie heißt der andere nochmal, Loco, zum Händler gehen, der hier unten ist. Der hat sich, wo hat er sich versteckt? In Max Burger Joint. Im Burgerladen. Ja, wenn es da nichts zu essen gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, notfalls, ich meine, Zombie-Apokalypse, kann man sich halt nicht auswählen, was man isst. Wenn man sich das ganze Leben dann anschließend nur von Burgern ernähren kann, dann ist dem halt so. Boah, hier ist ja gar nichts im Laden. Das bewegt euch. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Schneller, schneller, schneller. Ah! Was hat der denn für eine Reichweite? Nicht ganz so weit, oder? Ist vielleicht dann doch die andere Shotgun besser? Naja, mal gucken. Bisher hat ja der Vic die ganze Arbeit gemacht. Die kommen ja gar nicht so weit, dass er schießen kann. Und wenn er da schießt, dann haut's rein. Nachladen, direkt die nächste Welle holen. Danach geht es dann weiter in den nächsten Bildschirm. Großer Burgerladen. Vic ein bisschen verletzt, aber das geht noch. Naja, aufgrund, dass die abgesägte Schrotflinte nur 2 Schuss hat, gefällt sie mir dann doch nicht ganz so gut. Da sind wir dann, glaube ich, mit der anderen Shotgun besser dran. Nächste Wave kommt. Wo stellen wir uns denn hin, um die Wave zu empfangen? Dort? Ich glaube, da sind wir ganz gut beraten, mit wenn wir uns einstellen. Ja, probieren wir es da mal aus. Machen wir das so, genau. Einmal da looten gehen. Und bringen wir Supplies mit, Jungs. Nichts anderes als Supplies. Naja gut, Kohle ist auch gut. Ah! Mist. Geh du dort nochmal suchen. Schafft er nicht. Blöd, hab ich mich wieder verklickt. So, du da und du da. Jetzt bitte. Das schaffst du noch, bevor die nächste Welle kommt. 2 Supplies. Gut. Okay, dann haben wir den Bildschirm auch geklärt. Was das Looten angeht. Können wir die letzte Welle holen. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Händler was Besonderes hat im Angebot. Oh, die dicke, fette Big Mama. Big Zombie Mamba. Mama. Das dürfte es gewesen sein. Gut, dann schauen wir uns mal an, was der Händler hat. Wenn er Supplies hat, dann kaufen wir die Supplies ein. Jetzt haben wir nur 2 gefunden an diesem Tag. Naja, gut, ist halb so wild. Ja, das passt schon. Hier ist der Händler. Ja. Mal ganz kurz so einen Screenshot von machen. Hiervon auch. So, weiter geht's. Ja, den Screenshot brauche ich für ein wunderbares Thumbnail, das ihr immer seht. Mögt ihr eigentlich die Thumbnails zu dem Spiel? Hat mir extrem viel Mühe gegeben. So, jetzt genug der Klaberei. Gucken wir uns den Händler an, der gar nichts dabei hat. Ja, der hätte einmal Mordshaber dabei. Kann hilfreich sein im Endkampf, aber Supplies hat er null dabei, natürlich. Ach, das ist doch Mist, ey. Keine Supplies dabei. Hat er denn irgendwelche Waffen dabei? Shotgun, abgesägte Schrotflinte, eine MP5, alles Waffen, die wir schon haben. Danke, Herr Händler. Sie waren sehr, sehr gut. Ja. Absolut nutzlos waren sie.
Egal. Lewis ist auch schon wieder müde, die anderen beiden sind auch müde und dazu ist Vic auch noch leicht angeschlagen. Schade, schade, schade. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte, wo wir in der nächsten Episode hingehen. Ich würde sagen, da bietet sich dann die Mall an, oder? Wenn wir da keine Supplies finden, dann weiß ich es auch nicht. Daneben ist noch eine Mall. Ah, sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Die beiden Malls klar machen, dann zum Händler rübergehen und dann mal gucken, wo wir stehen. Aber das erleben wir dann in der nächsten Episode. Für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Bye, bye.